Sie sind angekommen in Leipzig, das Team Germany. Aber nicht nur sie, auch die anderen Nationen sind in der Messestadt gelandet. Ab Mittwoch kämpfen sie bei der Weltmeisterschaft der Berufe um Gold, Silber und Bronze. Das Aufeinandertreffen der Nationen für viele bereits einmalig, auch wenn die Anspannung langsam wächst. So richtig realisiert habe ich es noch nicht. Ich denke, dass wir dann erst so richtig anfangen, wenn wir aufgebaut haben. Also ab Montag dann, denke ich mal, realisiert man das dann richtig, dass jetzt dann losgeht. Ich will jetzt endlich, dass es losgeht und dieses Gewatte macht mich ganz nervös. Am Sonntag lernten die Teilnehmer erst einmal die Stadt näher kennen. An den Sehenswürdigkeiten wie dem geschichtsträchtigen Völkerschlachtdenkmal vorbei, ging es dann in den Belantis-Park, Nervenkitzel-Achterbahn, vor der Herausforderung WorldSkills 2013. Ich habe nur geschrien und dann habe ich Angst gehabt, dass das ganze Ding mich nicht hält. Ich weiß auch nicht, wie man sowas erfinden kann, dass das hält, aber es ist ein Glück, alles gut gegangen. Alles gut gehen sollte auch beim Wettkampf auf dem Messegelände. Dann ist ein bisschen extra Power durchaus gewünscht. Also ich denke mal, Adrenalin ist mit das Wichtigste, was man haben kann, gerade in so einem Wettbewerb. Bringt einen ja zu den Höchstleistungen und ich denke, es ist das Beste, was man haben kann. Für genügend Ruhe und Gelassenheit sorgen die Teamleader der Nationalmannschaft. Andreas Kuri ist einer davon. Er kann sich bestens in die Köpfe der 42 Teilnehmer hineinversetzen. Schließlich war er selbst vor Jahren in der gleichen Situation. Hier sind 50 Nationen, also 50 plus Nationen unterwegs, alle mit den gleichen Problemen, alle mit dem gleichen Berufsbild. Das ist eine einmalige Erfahrung. Diese Erfahrung kann denen auch keinen nehmen. Das ist auch das, was ich den Teilnehmern im Normalfall sage. Ihr werdet vielleicht nicht mit einer Medaille nach Hause kommen, aber mit einer Erfahrung, die ihr euer ganzes Leben nicht vergessen werdet. Und das ist einfach das Schöne bei WorldSkills. Die WM der Berufe, sie kann kommen. Leipzig und seine Teilnehmer, sie sind bereit.